Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Engel-Orakel der Liebe. Und ja, wir haben wieder eine interessante Nachricht. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich mich nochmal bedanken bei all denen, die gestern Abend mein Live-Interview mit Heidi Wellmann verfolgt haben zum Thema Berufung. Passt jetzt nicht so ganz zum Liebesthema wahrscheinlich, aber ich wollte mich da nochmal bei allen bedanken. Und wollte auch nochmal sagen, dass es davon natürlich einen Zusammenschnitt gibt, beziehungsweise nein, eine Aufzeichnung, nicht zusammengeschnitten, also eine originale Aufzeichnung. Und sobald ich den Link dafür auch habe, werde ich euch den auch zukommen lassen über Facebook, bei YouTube muss ich schauen, wie ich das mache. Aber ihr bekommt das natürlich auch für all diejenigen, die nicht teilnehmen konnten aus irgendeinem Grund und vielleicht auch, wann auch immer, Lust haben, sich das mal anzuhören. Ja, legen wir einfach gleich los mit dem Orakel der Liebe. Ich habe wieder drei Steine ausgesucht. Hier links haben wir den hellblauen Cölestin, in der Mitte den gelben Citrin und rechts den weißen Apophyllit. Schaut einfach mal, welcher Stein spricht euch am ehesten an. Ist eher das, wo ihr euch hingezogen fühlt. Geht da einfach nach eurem Bauchgefühl. Wenn ihr etwas mehr Zeit braucht, haltet einfach das Video an. Dann könnt ihr ganz in Ruhe spüren und überlegen, was ist der richtige Stein für euch, für eure individuelle Botschaft. Ja, wir fangen dann mit der Wochenbotschaft an. Die erste Karte, die kommt, ist die Karte Flitterwochen. Und die Karte Flitterwochen ist nicht immer so im eigentlichen Sinne als Flitterwochen zu verstehen, sondern, wobei es das auch sein kann natürlich, aber es geht eigentlich um eine gemeinsame Zeit zusammen, dass man mit einer Person Zeit zusammen verbringt. Das kann durchaus eine Reise sein, eine längere Zeit des Zusammenseins. Oftmals ist das für viele der Urlaub oder halt ein Wochenendtrip. Jetzt steht ja der Sommer so richtig bevor, also mit den Sommerferien oder auch den Urlauben, die viele geplant haben. Also eine Zeit des Wegfahrens, des Unterwegsseins und Zusammenseins. Und dazu passt die Karte Seelengefährte. Das heißt, ihr verbringt vielleicht eine gewisse Zeit mit einer wichtigen Person in eurem Leben, eine Person, wo ihr eine enge Verbindung zu habt, Seelengefährtin, Seelengefährte. Also das scheint hier eine gemeinsame Zeit anzudeuten. Die Engel sagen aber auch, dein Leben wird von jetzt an ein schnelleres Tempo vorgeben. Ereignisse, die auf Warteschleife zu liegen schienen, erfordern plötzlich deine ganze Aufmerksamkeit. Keine Zeit, dich zurückzulehnen und nachzudenken. Du musst dich in Bewegung setzen. Schau dir alle Einzelheiten an, so gut es vermagst. Du kennst, triffst oder bist jemand, der schnell denkt und beinahe auf Anhieb begreift, was getan werden muss. Diese Person ist sowohl selbstbewusst als auch mutig. Ja, und das zeigt uns, dass sich jetzt Ereignisse beschleunigen können, das Tempo in einer Angelegenheit, die vielleicht im Moment oder vorher in einer abwartenden Haltung war oder auf Warteschleife, wird hier so schön gesagt, gesetzt war, fängt an, sich zu bewegen, fängt an, nach vorne zu gehen, sich zu beschleunigen, also schneller und rasender zu werden. Also etwas geht jetzt einfach nach vorne, bewegt sich, kommt in Bewegung, unaufhaltsam. Und die Engel sagen auch, du wirst wunderbare Neuigkeiten erhalten. Ankündigungen über Verlobungen, Schwangerschaften, Geburten oder Schul- und Studienabschlüsse kommen deines Weges. Neue Freunde finden sich ein oder Gemeinschaften gleichgesinnter Menschen kommen einander näher. Aufregende Neuanfänge oder ein glückliches Ende stehen unmittelbar bevor. Also die Kernbotschaft hier ist, dass es eine glückliche neue Nachricht für euch gibt, eine Neuigkeit, etwas, worauf ihr vielleicht auch gewartet oder gehofft habt. Also etwas sehr Positives wird euch mitgeteilt. Es geht einen großen Schritt weiter, also hier steht aufregende Neuanfänge oder glückliches Ende stehen bevor, also der Abschluss auch von etwas. Und das hatten wir ja jetzt in den letzten Wochen vor der Sommersonnenwende häufiger, dieses Thema Ende und Neuanfang. Das begleitet uns also noch weiter, aber in jedem Fall ist es ein sehr positiver Einfluss, der zeigt, dass sich Dinge vielleicht auch durch diese Neuigkeit jetzt weiter bewegen können. Auch die Neuigkeit kann natürlich die weitere Entwicklung jetzt beschleunigen. Und es ist in Sachen Liebe eben sehr wichtig, dass du kleine Gesten der Freundlichkeit zeigst. Eine einfache Geste der Freundlichkeit kann dir neue Kraft schenken und deine Mitmenschen glücklich machen. Also es geht darum, jetzt auch anderen Menschen Gesten zu zeigen der Freundlichkeit. Dass man kooperativ ist, dass man miteinander das Leben oder bestimmte Dinge gestalten möchte. Also wirklich aufeinander zuzugehen und wirklich das Positive in einem zu sehen. Und das scheint auch wichtig, entweder für eine Wiederbelebung einer Liebe zu sein oder aber auch für eine neue Liebe in deinem Leben. Heiße die neue Chance zur Liebe, die sich dir jetzt bietet, willkommen. Also für manche mag das auch ein Neuanfang sein oder halt ein Revival einer bestehenden Beziehung. Also positive Nachrichten beflügeln das und es scheint hier wirklich in eine sehr positive Richtung in der kommenden Woche schon mal grundlegend zu gehen. Ja, kommen wir einfach zu den
Edelstein hier nochmal zu den individuellen Botschaften der Cölestin. Hat die folgende Botschaft: Es gibt wundervolle Menschen, die dir helfen wollen. Gelegenheiten werden dir angeboten, doch du bemerkst oder vertraust diesen Geschenken nicht, die der Himmel dir gewährt. Schau dich um. Tagträumerei oder nach innen zu gehen ist eine optimale Art, Klarheit zu erlangen, solange du deinen Träumen auch Taten folgen lässt. Also es geht darum, dass diejenigen, die den Cölestin gewählt haben, jetzt diese Woche diese Gelegenheiten möglichst nicht verschlafen sollten. Ja? Also es kommen jetzt Gelegenheiten, es sind jetzt Möglichkeiten da, um etwas, was der Himmel dir schenken möchte, in Empfang nehmen zu können. Und es ist wichtig, dass du auch die Menschen oder die Möglichkeiten, die Situationen wahrnimmst, von denen das zu dir kommen möchte, dass du das nicht ignorierst oder übersiehst, weil du mit was anderem beschäftigt bist. Also es ist ganz wichtig, jetzt hinzuschauen und achtsam zu sein in der kommenden Woche. Also ein schöner Hinweis hier von den Engeln. Der Zitrin zeigt, dass es für viele auch nochmal um das Thema Kinder, Kindheit, inneres Kind geht. Also es gibt vielleicht Themen rund um Kinder oder Kindheit oder inneres Kind, die hier weiterentwickelt werden wollen. Es kann natürlich auch ein Kind sein, was auf die Welt kommen möchte, ein neues Kind in eurem Leben. Und es geht hier um ehrliche Gespräche von Herz zu Herz, also darüber oder darum, sich offen miteinander über bestimmte Themen und Dinge auszutauschen. Also Ehrlichkeit und wirklich liebevolle Gespräche, auch hier vielleicht die kleinen Gesten der Freundlichkeit nochmal ganz wichtig. Dann der Apophyllit. Der Apophyllit sagt, schenkt euch kostbare Zeit. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, jetzt mit dieser Reise, diesem Urlaub, die Zeit zu nutzen. Mit unseren Partnern in wichtigen Beziehungen müssen wir uns unbedingt die Zeit nehmen, einander zuzuhören und miteinander auch zu reden. Also das ist wichtig. Die Engel sagen, die nächste Woche ist wichtig, sich Zeit zu nehmen, um Dinge zu klären, zu besprechen, einander zuzuhören, den anderen auch zu verstehen, worum geht es dem anderen eigentlich wirklich und miteinander zu sprechen. Und die romantische Liebe bekommt hier, das passt hier zur neuen Liebe, nochmal Schwung, überhäufe den Menschen, den du liebst, mit deiner Aufmerksamkeit und Zuneigung. Also auch hier haben wir wieder das, was hier schon anklang, das Thema zeige Gesten der Liebe und der Freundlichkeit, also wirklich jetzt die Zeit zu nutzen, auch ja, für den anderen da zu sein und die Zeit wirklich gemeinsam zu gestalten. Ja, also ein wunderschönes Orakel für die kommende Woche. Es ist ein sehr harmonisches Gefühl, durchaus natürlich aber auch Bewegung, Veränderung ist da impliziert. Kommt jetzt in meinem jeweiligen Einzelfall darauf an, was das bedeuten kann, aber in jedem Fall bewegt sich etwas voran und ich denke einfach in eine höhere Schwingung auch von Liebe und Beziehung. Insofern wünsche ich euch allen dafür eine wunderbare Woche, schöne Chancen. Schick euch Licht und Liebe aus meinem Herzen und sage